Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal, zu dem brandneuen Spiel Stellaris. Das Ganze ist gestern Abend um 18 Uhr rausgekommen, wenn ihr diese Folge live schaut, beziehungsweise bei Erscheinungsdatum schaut, dann ist das Ganze noch nicht mal 24 Stunden draußen. Ich habe mich selber schon ein bisschen jetzt damit beschäftigt, ich habe so eine Stunde reingespielt, vielleicht auch anderthalb, ich weiß es nicht genau, aber jetzt wollen wir uns doch ins Let's Play dazu stürzen. Und genau, das waren die Clarks, mit denen hatte ich jetzt ein bisschen rumprobiert. Lief allerdings nicht so gut. Aber naja, wir erstellen allerdings mal ein schönes neues Reich. Und müssen dazu auch jetzt hier erstmal ganz schön viel auswählen. Wir fangen oben an. Also erstmal erstellt man hier, also für alle, die noch nicht wissen, was das für ein Spiel ist. Das ist ein Weltraumbesiedlungsspiel. So ein bisschen EU4 im Weltall, ist natürlich von den gleichen Machern von Paradox. Und ist aber schon sehr, sehr komplex, strategietechnisch natürlich auch. Ja, hat mich ein bisschen natürlich an die Weltraumphase von Spore erinnert, wer das noch kennt. Ist ja schon ziemlich lange her, dass das Spiel damals rauskam. Ist aber noch wesentlich komplexer, vor allen Dingen natürlich auch das Strategiesystem dahinter. In dieser ersten Folge werden wir uns jetzt wahrscheinlich erstmal nur eine Spezies erstellen und ein Weltraumreich hier gründen. Dazu können wir jetzt hier erstmal unseren Phänotyp aussuchen. Wie sollen wir denn aussehen? Ja, also hier könnten wir jetzt zwischen ein paar Säugetieren wählen. So ein Mensch wäre ein bisschen langweilig. Reptilien. Das sieht doch mal ganz witzig aus. Vögel. Vögel sind auch cool. Ja, und Vögel, so ein Vogel finde ich auch nicht schlecht. Insektoid. Nee, ich bin nicht so für Insektoiden. Die sehen jetzt nicht so toll aus. Molluskoid, wirbellose Tiere, also Schnecken quasi. Das sieht auch witzig aus. Oder Funguid, ein Pilz. Und ich finde, ein Pilz könnten wir auch gut sein, oder? Gott. Oh, das sieht ja toll aus, ein Fliegenpilz. Ha, ich bin mir noch unsicher. Was soll ich denn dann nehmen? Oder so einen coolen Vogel. Ich glaube, wir nehmen so einen coolen Vogel hier. Ja, ich bin für so einen Vogel. Name. So, jetzt müssen wir uns nämlich ausdenken, wie unsere Spezies heißt. Und ich würde sagen, wir heißen Nergorianer. Das gleiche auch im Plural. Nergorianisch. Weiter. So, und jetzt können wir hier uns aussuchen, wie wir heißen wollen. Also, welche Namen hier generiert werden für die Anführer und so weiter. Dann nehmen wir am besten irgendwas, was für die Vögel vorgesehen ist. Nehmen wir doch das hier. Vogel 2, finde ich gut. Weiter. Und jetzt können wir nämlich Spezies-Eigenschaften wählen. Und zwar haben wir insgesamt dafür zwei Eigenschaftspunkte. Wobei man natürlich hier die Eigenschaftspunkte noch erhöhen kann, indem man hier negative Fähigkeiten wählt. Also, was können wir denn machen? Agrarisch, Feldproduktion, Energie-Credits finde ich gar nicht schlecht, sparsam, aber kostet direkt 2. Da würde ich doch lieber intelligent nehmen. Begabte Ingenieure, begabte Physiker, das würde, glaube ich, das Intelligente nur auf eine Forschung beziehen. Falls ihr das Ganze hier natürlich noch nicht vollständig versteht, das ist klar, dass wenn wir im Spiel selber natürlich noch ein bisschen genauer uns anschauen. Aber ich wollte natürlich hier mit euch parallel diese neue Spezies erstellen. Nicht anpassungsfähig. Nee, das wäre ja blöd. Wachstumsdauer minus 10% schnelle Fortpflanzung. Gabt. Schnelle Lerner. Also ich habe ja selber schon ein bisschen gespielt und da war schneller Lerner jetzt nicht so das Problem. Also ich hatte das nicht und trotzdem war mein Anführer ziemlich weit fortgeschritten. Stark fände ich auch nicht schlecht, aber wir machen nur mal einmal stark und nicht sehr stark, weil sonst müssten wir ziemlich viele negative Punkte machen. Schwach können wir natürlich nicht wählen, wenn wir stark gewählt haben. Produktion ohne Sklaven. Ne, Sklaven wollte ich jetzt nicht unbedingt machen direkt. Abstoßend. Zufriedenheit anderer Spezies minus 1%. Das ist ja fast nichts, oder? Machen wir das doch mal, dann können wir nämlich noch ein bisschen mehr nehmen. Bei abstoßend klingt so blöd, ne? Einzelgängerisch Zufriedenheit. Langsame Lerner, geringe Fortpflanzung. Also viele negative Sachen gibt es hier ja wirklich nicht. Ähm,
Sesshaft, Migrationsdauer, Resettlement-Kosten. Dann nehmen wir die geringe Fortpflanzungsdauer und nehmen dafür noch intelligent dazu. So, dann sind wir nämlich jetzt hier bei 0 Punkten. So ist das doch gut. Weiter. Jetzt können wir unseren Startherrscher wählen, männlich oder weiblich. Ist eigentlich ziemlich egal. Nehmen wir mal hier Clotras, klingt ziemlich blöd. Datnak. Datnak ist hier unser männlicher Anführer. Können den noch ein bisschen in den Farben variieren. Ne, Farbvariante 1 finde ich schon besser. Kleidung, das sieht alles so bescheuert aus. Ich glaube, wir sollten so eine Kutte anhaben. Oder sowas. Ne, wir machen sowas, würde ich sagen. Machen wir weiter. Jetzt können wir unsere Heimatwelt wählen. Wir können entweder eine kontinentale Welt nehmen. Eine felsige Welt mit Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre, also quasi etwas, ein erdähnlicher Planet. Eine Ozeanwelt, arktische Welt, Tundra-Welt, aride Welt, Wüstenwelt oder eine tropische Welt. Ich glaube, wir bleiben einfach mal standardmäßig bei der kontinentalen Welt. Ja, machen wir. Und jetzt können wir hier unseren Namen, Heimatweltname. Nehmen wir die mal Nergoa. Und das System Nergorix. Zack. Ein bisschen viel meinen eigenen Namen platziert hier. Aber was soll's. Passt ja hier in unser Let's Play-Stil. In unser Let's Play-Stil hoffentlich rein. Vogelstil wollen wir natürlich als Stadt haben. Hier überall fliegende Gebäude sozusagen. Macht nicht viel Unterschied, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, das ist einfach nur das Bild, was man immer sieht. Weiter. Regierung und Ethik. Jetzt können wir uns hier auswählen, wie wir denn in unserem Universum uns bewegen wollen. Entweder militaristisch, also entweder fanatisch oder normal. Ich würde fast sagen, militaristisch fände ich ganz cool. Habe ich jetzt beim letzten Mal nicht gemacht. Da habe ich eher versucht, friedlich zu spielen. Das ist ziemlich in die Hose gegangen. Deshalb würde ich sagen, machen wir doch mal uns zumindest ein bisschen militaristisch. Nicht auf fanatisch, aber auf normale Weise. Und materialistisch, kollektivistisch, Toleranz, Sklaven, Zufriedenheit, ne, spiritualistisch, Xenophobie wollten wir jetzt nicht unbedingt noch dabei haben. Ich würde sagen, wir sind einfach militaristisch und materialistisch. Jetzt können wir dafür eine Regierungsform wählen. Es gibt nur bestimmte, die deshalb möglich sind, nach dem, was wir hier ausgewählt haben. Ah, wir können sogar noch eins mehr wählen, sehe ich das richtig? Ja. Nee, komm, dann gehen wir nämlich fanatisch-materialistisch. Das gibt nämlich auch keine negativen Punkte. Bei denen würde ein Bündnis extrem unwahrscheinlich werden. Wobei, das wird so wahrscheinlich auch werden. Aber naja. Also die einzig wahren Werte sind Tapferkeit und Disziplin. Wir werden sie in die richtigen Bahnen gelenkt. Werden sie in die richtigen Bahnen gelenkt, können sie jedes Hindernis überwinden. Darin liegt die wahre Stärke. Zurückgehaltene Gewalt, ein gegebenes Versprechen. Und wir sind fanatisch-materialistisch. Wenn irgendwas heilig sein sollte, dann das Streben nach Effizienz. Effizienz bei der Produktion, beim Lernen, beim Kommunizieren. Unsere Ausflüge in den Weltraum haben deutlich gemacht, dass das Überleben der Anpassungsfähigsten das Gesetz ist, nach dem wir uns alle richten müssen. Und jetzt können wir hier uns aussuchen, was wir machen. Entweder eine Militärregierung, hält alle 5 Jahre eine Wahl ab, damit brauchen wir weniger Geld für unsere Armeen und Schiffe. Militärjunta kosten die Schiffe beim Bau weniger. Oder Militärdiktatur. Haben wir mehr Schiffe möglich. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Mit einer direkten Demokratie könnten wir mehrere Planeten machen. Wissenschaftsdirektorat, können wir noch eine Forschungsalternative bekommen. Okay. Forschungsgeschwindigkeit. Jeder Herrscher kann eine Elite-Angriffsarmee aufstellen. Erkundungsgeschwindigkeit, Forschungsgeschwindigkeit ist gar nicht so schlecht. Indirekte Demokratie. Ja. Plutokratische Oligarchie. Feldproduktion, Energiecredits, Mineralien. Oder despotisches Imperium. Baukosten. Sklaverei. Also ich wäre fast entweder für die despotische Hegemonie. Oder für die Militärdiktatur. Ach komm, wir sind hier
militaristisch, dann wollen wir auch eine Militärdiktatur haben, oder? Flottenkapazität plus 20%, Unterhaltskosten für Schiffe minus 5%. Okay, zack. Jetzt brauchen wir einen Namen für was? Für unser Reich. Das Nergorianische Reich. Was sollen wir denn da für ein Adjektiv holen? Keine Ahnung. So, Flagge, da habe ich was gemacht. Ich habe nämlich hier meinen Würfel eingefügt. Der sieht zwar nicht ganz so klasse aus wie die anderen Logos, ist aber auch ein bisschen schwer, das auf diese Auflösung, die für dieses Spiel gebraucht ist, runterzubrechen. Vor allen Dingen auf der ganz kleinen Auflösung nachher im Spiel werdet ihr es merken. Was machen wir denn mal da drunter? Auf jeden Fall machen wir das einfarbig, oder? Ich finde, rot passt, wenn wir hier ja, militaristisch sind. Okay, man könnte auch hier so komische... Das finde ich gar nicht schlecht. Oder halt so. Da könnte man überall die Farben noch ändern. Oder halt einfarbig machen, wie ginge auch. Roter Hintergrund. Ich würde sagen, wir machen roten Hintergrund. Das passt zu unserem militaristischen Auftreten. Und jetzt können wir noch eine Startbewaffnung wählen. Einmal Projektilwaffen, Massenbeschleuniger setzen elektromagnetische Katapulte ein, um Projektile mit blitzartiger Geschwindigkeit auf Ziele zu schießen. Die Reichweite dieser Waffen ist zwar beschränkt, aufgrund ihrer kinetischen Energie und hohen Feuergeschwindigkeit können sie aber mit Leichtigkeit Schilde durchdringen. Energiewaffen. Diese Teilchenstrahlenwaffen beschießen ihre Ziele mit fokussierten Laserstrahlen. Sie sind effizient beim Kampf in der Nah- und Mitteldistanz. Feindliche Panzerung bietet kaum Schutz gegen sie. Oder Raketenwaffen, Raumraketen mit atomaren Sprengköpfen. Die Reichweite von Raketen ist hervorragend, aber sie können leicht von Punktverteidigungssystemen abgefangen werden. Ja, ich habe jetzt mal im ersten Durchgang mit Energiewaffen gespielt. Ich würde sagen, wir machen erstmal mit Projektilwaffen. So, und dann kann man jetzt noch hier wählen, was für eine Überlichtmethode wir wählen wollen. Warp-Antrieb, Hyperraumantrieb oder Wurmlochantrieb. Wurmlochantrieb ist für erfahrene Spieler. Das lassen wir mal raus. Also der primäre Unterschied ist, beim Warp-Antrieb können wir von jedem Sonnensystem zu einem anderen gehen. Einfach so, dauert aber ein bisschen. Und beim Hyperraumantrieb geht das Ganze wesentlich schneller, aber man muss bestehende Routen wählen. So quasi Autobahnen gibt es zwischen den Sonnensystemen und die muss man wählen. Ich würde sagen, das mache ich einfach mal, weil ich mit dem Hauptantrieb im ersten Spiel gespielt habe und dann habe ich ein bisschen Varianz auch drin. Jetzt können wir noch ein Schiff-Design wählen. Oh, hier, das sieht doch cool aus. Sieht fast aus wie ein Tempest. Man könnte natürlich auch mal so ein StarCraft 2-Universum hier reinbringen. Aber ich denke, das wird es irgendwann noch als Mod geben. Dieses Spiel bietet sehr viele Möglichkeiten zum Modden. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch irgendwann mal ein StarCraft-Mod kommt. Dann würde ich den wahrscheinlich auch wieder spielen. So, und jetzt können wir hier nochmal eine Zusammenfassung sehen. Das Nergorianische Reich auf dem Planeten Nergor. So sehen wir aus, so sehen unsere Planeten aus. Wir sind eine Militärdiktatur, militaristisch und fanatisch materialistisch. Wir sind stark, haben eine geringe Fortpflanzung und sind intelligent. Und wir nutzen die Massbeschleuniger zum Kampf im Weltraum. Nutzen wir den Hyperraumantrieb und wir haben hier so coole aussehende Schiffe. Okay, speichern wir das Ganze. Zack und fertig. So, wir nehmen mal ein großes Universum, Galaxietyp, 2-armige Spirale oder ein Ring. Ne, einen Ring finde ich blöd. Elliptisch, 4-armige. Ja, machen wir das mal so. KIs mit Startvorteilen, ich finde Startvorteile blöd. Ich finde, wir sollten alle das gleiche machen. Schwierigkeit normal. Überlichtmethode beliebig. Komm, Ironman-Modus mache ich glaube ich mal an, dann können wir mal ein paar Achievements sammeln. Das kann allerdings natürlich in die Hose gehen. Ich habe selber kaum Erfahrung, muss ich ehrlich sagen, mit diesem Spiel, weil es halt auch gerade erst erschienen ist. Deshalb könnten wir zwischendurch ein paar Probleme bekommen. Aber naja, ich würde sagen, wir starten jetzt hier ins Spiel. Jetzt habe ich gerade geguckt, wie das mit den Überlichtsantrieben wird. Ob die anderen das gleiche haben wie wir. Ja. Das Nergorianische Reich. Regierung, Militärdiktatur, Herrscher, Datnak. Spezies Nergorianer, Überlichtmethode, Hyperraumantrieb, Heimatwelt Nergor.
Und hier sehen wir, welche Planeten wir bevölkern können. Kontinental, tropisch, ozeanisch, wüst und arktisch können wir mit den jeweiligen Prozentzonen kolonialisieren. In den Äonen, die es seit den primitiven Nergorianer-Gemeinschaften auf den Grassavannen von Nergor Form annahmen, hat sich unsere Zivilisation ausgebreitet und vergrößert. Während wir durch technologische Zeitalter voranschritten, wurden zahllose Nationalstaaten gegründet, die sich so lange bekriegten, bis nur noch einer übrig war. Obwohl die Kämpfe oft brutal waren, nährten die Überlebenden eine Kriegertradition, die bis zum heutigen Tod Bestand hat. Nach der Entdeckung des Hyperraumnetzwerks haben die klügsten Köpfe vom Nergorianischen Reich nun die Entwicklung der ersten Warp-Antriebe abgeschlossen. Endlich können wir selbst zu den Sternen reisen. Tada! Ja. So, der Berater redet leider immer auf Englisch. Und ich versuche das mal, das, was ich kann, auch einfach schon mal so zu erklären. Ihr seht hier, das Logo ist ein bisschen blöd aufgelöst. Das geht aber nicht anders. Okay, so sieht unsere Galaxie aus. Hier oben sind wir, das Nergorianische Reich. Das sieht dagegen ganz okay aus, finde ich. So, und das ist unser Heimat-Sonnensystem. Und wir haben jetzt hier also unseren Planeten. Genau, das ist unsere Hauptstadt sozusagen oder Hauptplanet. Da ist der Gouverneur Loctreal gerade am Herrschen. Am Herrschen dran, wunderbares Deutsch. Planetengouverneur, Zufriedenheit plus 2, Baugeschwindigkeit minus 5%. Locker können gelöst werden. Was das alles ist, werden wir uns gleich anschauen, wenn wir uns nämlich mal der Oberfläche unseres Planeten zuwenden. Tada! Ja. Kannst du jetzt mal aufhören, immer zu reden? Das ist unser Planet hier. Da gibt es verschiedene Gebiete sozusagen, wo wir verschiedene Ressourcen abbauen. Hier oben sehen wir die Ressourcen. Energiecredits, das ist so die Universalwährung, das Geld quasi. Wobei das eher für laufende Kosten genutzt wird. Mineralien sind zum Bau mehr gedacht, kann man natürlich alles verbessern. Dann haben wir Einfluss, was natürlich zusammenhängt mit den anderen Spezies, die es gibt. Und dann haben wir hier drei verschiedene Forschungstypen, das kennt man ja schon noch so ein bisschen aus EO4. Physikforschung, Sozialforschung und Ingenieursforschung ist es hier. Strategische Ressourcen, weiß ich gerade noch nicht, was das ist. Wir können bis zu 5 Planeten kontrollieren aktuell und wir haben ein Flottenlimit von maximal 14 Einheiten. Ja, hier gibt es jetzt verschiedene Bewohner, die diese Felder bearbeiten. Ihr seht hier überall, wo so ein Vogel drauf ist. Dieses Feld wird gerade wunderbar bearbeitet. Das ist unsere Hauptstadt. Die verteilt noch ein paar Boni auf die direkt anliegenden Felder. Und überall, wo dieses Achtungsschild quasi ist, die Sachen sind noch geblockt. Hier sind zum Beispiel ausufernde Slums drauf und hier industrielles Ödland. Das kann man beseitigen. Hier steht zu 56,4 Energie und 56,4 Mineralien. Normalerweise sind es, glaube ich, über 60, aber dadurch, dass wir materialistisch sind, haben wir da, glaube ich, einen Bonus drauf. Und deshalb geht das Ganze dann ein bisschen besser. Aber da wir sowieso aktuell noch nicht so viele Bewohner haben, brauchen wir das aktuell noch nicht nutzen. Das passt schon so alles. Armeen. Ja, hier können wir Bodentruppen ausbilden, das machen wir aber erstmal noch nicht. Und hier ist unser Raumhafen, da können wir Schiffe bauen, entweder zum Angreifen, zum Bauen oder zum Erkunden. Das sind die drei Typen, die wir da quasi benutzen können. Wir haben hier unser Konstruktionsschiff, was halt Sachen bauen kann, aber was am wichtigsten aktuell ist, ist hier unser Forschungsschiff. Ja, da sitzt der tolle Klostrat drin. Ein Nergorianer, 45 Jahre alt, mit einer relativ geringen Fähigkeit noch. Das wird sich aber schnell ändern. Der soll jetzt erstmal unser Heimatsystem erkunden. Dazu klickt mir Rechtsklick auf dem Stern und sagen System erkunden. Und jetzt seht ihr hier, er wird hier alle Planeten sich erstmal genauer anschauen. Während er das gleich macht, okay, aktuell ist die Zeit natürlich noch angehalten, schauen wir noch einmal in die Forschung rein, in die Technologie. Und da können wir jetzt also verschiedene Forschungen wählen. In der Physik zum Beispiel. Hier gibt es dann immer drei verschiedene Karten sozusagen, die zufällig generiert werden mit einer bestimmten Gewichtung, je nachdem, wie weit fortgeschritten man im Spiel ist, beziehungsweise welche Technologien man schon erforscht hat. Und wir können jetzt eine Technologie erforschen, danach werden drei neue Optionen generiert. Wir können also jetzt wählen zwischen dem Physiklabor, das wäre gar nicht schlecht. Damit könnte man hier, da seht ihr, produziert zwei physikalische Forschung, einmal wie heißt die?
Sozialforschung und einmal Ingenieursforschung. Wenn man die auf einem Feld baut, könnte man machen. Würde 48 Monate dauern, 240 Forschung kosten. Wir könnten auch ein Solarfeldnetz bauen. Was bringt uns das? Energiecredits, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Energiecredits sind am Anfang ziemlich knapp. Und Erkundungsgeschwindigkeit, das finde ich aber noch besser, denn gerade am Anfang brauchen wir noch eine hohe Erkundungsgeschwindigkeit. Das Ganze würde uns wie viele Monate dauern? 48 immer noch, okay. Und dann gehen wir jetzt in die Sozialforschung, da gibt es hier genauso neue Sachen. Da bauen wir auf jeden Fall das Kolonialschiff oder Kolonieschiff, damit wir neue Planeten erkunden können. Sehr gut, dass wir das hier direkt am Anfang bekommen haben. Und hier würde ich sagen, wir haben das Ingenieurslabor. Verteidigungsplattform ist natürlich auch nicht schlecht, wenn wir angegriffen werden. Wir wissen ja nicht, was für Nachbarn wir haben. Wir kennen ja natürlich unser System, aber was drumherum ist, das müssen wir alles noch erforschen. Ich nehme mal das Ingenieurslabor. So, das wird jetzt also alles erforscht. Parallel haben wir noch hier unsere Militärwerft, die verteidigt sich auch ein bisschen. Zusätzlich kann sie halt was bauen. Und das ist hier unsere Flotte aktuell, besteht aus 3 Schiffen, noch nicht besonders groß, aber naja, wird schon noch werden. Ich lasse jetzt einfach mal die Zeit ablaufen und das heißt, wir können jetzt hier unser System erkunden. Wir können auch schon mal auf unserem Heimatplaneten uns nochmal umschauen. Ich weiß gar nicht, können wir aktuell schon was bauen? Wir könnten hier wahrscheinlich, also hier gibt es dann verschiedene Gebäude, die man bauen kann. Ja, meine Güte, der ist ja nervig, den muss ich gleich unbedingt noch ausschalten. Also man kann hier Gebäude bauen, hier seht ihr zum Beispiel, ist schon eine Hydrokulturfarm drauf, die könnte ich hier jetzt auch nochmal hinsetzen, das wird uns mehr Nahrung bringen, ich weiß aber gar nicht, ich glaube Nahrung ist hier gar nicht so das Problem, ne? Wir haben noch 4 einen Nahrungsüberschuss von 4, wobei fast alle Nahrungssachen jetzt hier schon gebaut sind. Der hier, der ist noch so ausgegraut, der wächst noch, der ist noch nicht fertig, da würde ich gerne ein Kraftwerk nachher drauf bauen. Nee, wollte ich nicht. Ich hatte das gerade verwechselt. Das ist natürlich Ingenieur, deshalb will ich da kein Kraftwerk drauf bauen. Kraftwerk brauche ich natürlich auf Sachen, wo hier schon Energiecredits sind. Denn wenn man hier was baut, dann wird die normale Grundgeschichte entfernt, es sei denn, das Gebäude erhöht das Ganze. Okay, wir lassen also hier das Ganze nochmal erstmal ruhen und schauen uns erstmal an, was hier unser Schiff erkundet. Das schauen Sie jetzt hier nach und nach jedem einzelnen Planeten an. Hat bisher noch nichts Spannendes gefunden. Ich denke, in diesem Asteroidengürtel wird es was finden. Ja, auch noch nicht. Das ist noch nicht so ein guter Start für uns bisher. Wir haben hier noch keine einzige Ressource gefunden auf dem Planeten, die hier um uns herum sind. Das ist nicht so klasse. Okay, jetzt haben wir eine Anomalie gefunden. Die wollen wir auch erforschen, denn da war ein Fehlschlagrisiko von 0. Das heißt, wir werden es auf jeden Fall schaffen. Und das bringt uns immer irgendwas. Aufeinandertreffen in Nergorix. Im Nergorix-System sind wir auf unbekannte Alienschiffe gestoßen. Bis wir mehr über sie erfahren haben, werden diese merkwürdigen Flugobjekte als Alpha-Aliens bezeichnet. Wir sollten vorsichtig fortfahren. Okay. Enigmatische Weltraumfahrer. Es dauert nicht lange, bis das Nigorianische Reich auf intelligentes Leben stieß. Der Flottenbericht an die nigorianische Hauptwelt schwächt etwas ab, wie fremdartig diese Kräfte erscheinen. Die ausbleibende Kontaktaufnahme mit ihnen wird nur beiläufig erwähnt. Okay, also wir haben jetzt früh interessantes Leben gefunden. Anderes intelligentes Leben, so rum ist es richtig. Wir haben auf Sondig eine unserer alten Sonden gefunden. Irgendwie ist sie all die Jahre intakt geblieben und versucht immer noch, Daten zur Heimatwelt zu senden. Sie ist ein Beleg für unsere Schwierigkeiten in der Vergangenheit und für unseren Wunsch, der Beengtheit unseres Planeten zu entkommen. Wir sollten diese Art von Anomalien weiter untersuchen, wann immer sich die Gelegenheit dazu bietet. Dadurch werden wir fast mit Sicherheit neues Wissen und Technologie erhalten. Okay, unsere Bemühungen haben sich endlich ausgezahlt. Wir können jetzt übrigens, das machen wir auch gerade nochmal, auch wenn ich jetzt hier gleich schon die Folge beenden müsste. Im Situationsprotokoll ist jetzt hier erwähnt, dass wir die Alpha-Aliens gefunden haben. Die können wir jetzt erforschen, das würde 180 Tage dauern und dann wissen wir, was das für Leute sind und können mit denen Kontakt aufnehmen. Das machen wir doch mal glatt noch. Während hier Laigut identifiziert wird. Wir haben halt noch nichts gefunden. Da sind die Alpha-Aliens immer noch. Oh, die fliegen hier so rum. Interessant. Ah, hier haben wir was gefunden endlich. Auf Ikerit könnten wir also mal unser Konstruktionsschiff
hinschicken und eine Bergbaustation bauen. Das kostet uns 90 Mineralien. Dafür bekommen wir aber 2 Mineralien dauerhaft. Kann man natürlich dann machen. Unser Anführer hat eine neue Stufe erreicht. Sehr gut. Der kann sehr gut Anomalien erforschen, haben wir gerade gesehen. So, hier haben wir auch was gefunden. Okay, wir haben jetzt auch nochmal eine was Besonderes gefunden. Die Tiyanki. Die Weltraumlebensform, die der nigerianischen Sozialforschung mittlerweile als Tiyanki bezeichnet, sind sanftmütige Kreaturen. Sie können anscheinend eine niedere Dimension des Unterraums nutzen und bewegen sich zwischen den Systemen mit relativer Leichtigkeit fort, fast so problemlos wie nigerianische Flotten. Sie nähern sich von Gasen, die an der oberen Atmosphärenschichten vieler Gasriesen vorkommen. Es ist gelinde gesagt wahrscheinlich, höchst unwahrscheinlich, dass dies ihre einzige Nahrungsquelle ist. Die Aufnahme anderer Nährstoffe ist aber noch nicht beobachtet worden. Sie greifen äußerst selten an, selbst wenn sie produziert werden. Wir können sie also getrost ignorieren. Okay, sie zu jagen würde sich ohnehin als verlustreich gestalten. Ein unidentifizierbares Objekt auf direktem Kollisionskurs mit Unbekannt ist entdeckt worden. Auch unbekannt? Was? These are unknown spacefaring entities. Okay, also neben unserem System ist gerade irgendwas passiert. Aber, nee. Warum darf ich jetzt eigentlich nicht mehr in mein System? So. Erstmal kümmern wir uns nämlich nur um unser System. So, hier gibt es jetzt eine Bergbaustation. Warum? Auch so eine Militärwerft. System Survey complete. Hä? Habe ich gerade was Falsches angeklickt? Ne, Bergbaustation. Alles klar. War irgendwie gerade ein bisschen verwirrt. Hier können wir auch also wir können hier auf jeden Fall viele Bergbaustationen hinsetzen. Das ist schon mal ganz gut. Was stand da gerade? Haben wir unsere Welt erkundet? Ja, unsere Welt ist erkundet. Ja, also ziemlich viele Mineralien, die wir rausholen können. Das ist schon mal ganz gut. Das ist ein besserer Start übrigens als das, was ich beim letzten Mal hatte. Jetzt können wir ein neues System erkunden. Machen wir das doch glatt mal. Zack. Und du kannst hier immer weiter Bergbaustationen setzen. Das kostet uns natürlich Geld. Zack. Oh, nee, hier wollen wir das denn gleich. Egal. Bau erstmal hier. Schaffst du schon. So, währenddessen forschen wir natürlich weiter, immer schön voran. Und unser Schiff ist jetzt hier im zweiten System angekommen. In Arzax. Und hier könnten wir den ganzen Planeten kolonialisieren. Das wäre schon mal ganz witzig, wenn wir das machen könnten. Allerdings ist dieser Planet sowieso schon in unserem Herrschergebiet. Das heißt, wir könnten da so oder so auch schon Bergstationen bauen. Abnormale Bedingungen. Als unser Forschungsschiff die Oberfläche von Arzax 2 scannt, wird schnell klar, dass sich etwas Außergewöhnliches dort abspielt. Aufgrund seiner Zusammensetzung und Geschichte gibt es hier zusätzliche Materialien, die auf jeden Fall einsammeln sollten. Beim Erkunden neuer Planeten werden wir sicherlich noch auf weitere solche Irregularitäten treffen. Wir sollten ihren Einfluss auf unsere Expansionsbestrebungen nicht unterschätzen. Verblüffend. Ein Planetenmodifikator erscheint auf Arzax 2. Welcher denn? Eine karge Welt, Planetenmodifikator, Kohlenstoff. Okay, gut zu wissen. So, Arzax 1 ist allerdings das viel spannendere. Nee, Arzax La ist das spannendere, weil das ist die Welt, die man besiedeln kann. Können wir aber erst, wenn wir eine Ozeanwelt erforschen können. Wenn dieses Symbol rot ist, können wir das aktuell noch nicht machen. In diesen Planeten sollten wir, bei Arzax 3 sollten wir bewohnen können. So wie es aussieht. Naja, werden wir uns dann gleich anschauen. Unser Konstruktionsschiff darf jetzt hier noch eine Bergbaustation bauen und anschließend hier noch eine Bergbaustation bauen. Ich habe, glaube ich, gar nicht mehr so viel Ressourcen. Weiß nicht, werden mir die erst abgezogen, wenn er da ist? Ich würde auch gern gleich nochmal einmal was kurz nachgucken, wenn er das hier gebaut hat. Wir bekommen halt immer 11 schon dazu. Das ist schon echt viel. So, bauen wir die Station noch.
Okay, jetzt müssen wir da mal aufpassen. Okay, ich habe jetzt schon fast ein bisschen überreagiert. Wir haben nämlich jetzt eine negative Energie-Credits-Bilanz. Darum werden wir uns aber, glaube ich, erst beim nächsten Mal kümmern. Denn diese Folge ist jetzt langsam lang genug. Ich hoffe, euch hat es gefallen und schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.